Und wie läuft's gerade bei euch so? Geht's gut? Haben wir hier irgendwas Straßenmusik gemacht für den Münster oder war das Osnabrück? Ja, doch, doch. Wir waren Münster, gell? Tatsächlich. Wir waren auch da war ich ja echt schon öfters da, wie ich gedacht habe. Ja. Wir waren auch schon mal im M-Club feiern. Kennt ihr den M-Club? Ja. Geht da heute noch was? Es ist Dienstag, das ist ja, nee, wir müssen ja morgen in Frankfurt spielen. Wer verrückt ist und nochmal ein Konzert mitbekommen will, wir spielen natürlich komplett andere Songs. Alle in Italienisch, dann einfach. Prendo la mistimo e dell'azione. Ja, genau. Max, ich kann nicht mit Italienisch. Ich kann voll gut, ich kann jetzt direkt bei einem meiner Songs das Italienisch. Das Ding ist bei Max, man nimmt es ihm halt wirklich ab, wenn er so ein Pseudo-Italienisch macht. Okay. Oder kann ich mich an einen Auftritt erinnern, da hat er die zweite Strophe, da haben wir A-Team gecovert von A-Team. Da musste man noch covern. Stimmt, ja. Irgendwann hat er da die zweite Strophe. Die konnte ich nie. Genau. Und da hast du nämlich auf Italienisch eine zweite Strophe improvisiert. Ja. Und am nächsten Tag stand halt in der Zeitung, ja, Max Giesinger hat durch seine Italienisch-Künste. Er hat sogar extra was auf Italienisch getextet. Ja. Kannst ja noch Leute waren sehr begeistert. Ey, lass doch mal einen Song spontan aussuchen, den ich auf Italienisch mache. Und wenn ihr jetzt einen Song ruft, ich mache jetzt mal auf Italienisch oder gucken wir, ob ihr mir das glaubt. Wir machen mal bis ans Ende der Welt die erste Strophe. Die erste Strophe. Saprando mi sta cercando fate. Zur Sache bei uns. Wir reden nur Italienisch. Du kannst ja Dänisch, ne? Ja, lass mal spielen, komm. Falsch hier. Paul, hast du eine gute Zeit hier?